Hallo zu einer neuen World of Warships Gastroplay-Folge, wieder von Grammikase, diesmal mit der Henry, dem Vierten. Ja, vierten. Genau, der Tier 10er der Franzosen. Ein wirklich sehr interessantes Schiff, weil ich bin ja aktuell auch bei den Franzosen unterwegs, bin jetzt auf Tier 7 angekommen, bei der Orangerie. Hab mit der jetzt schon so drei, vier Runden gemacht. Und die französischen Kreuze haben mir bis jetzt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also auch auf die Orangerie, auf Tier 7, Tier 6, Tier 5, Tier 4. Die haben mir alle echt Spaß gemacht. Und da freue ich mich natürlich jetzt mal, die Henry in Action zu sehen, weil das ist das allererste Gameplay, was ich von diesem Schiff jetzt so aktiv miterleben darf. Und da freue ich mich schon richtig. Genau, und im letzten Gastroplay habe ich mich ja gefragt, ob die französischen Kreuzer Radar haben. Und Bestätigung, sie haben keins. Alles klar. Hätten nur Hydro, aber das hat er jetzt nicht drin. Er hat jetzt eher nur die Flak. Und genau, Lexington. Ja, Tier 8 Flugzeugträger. Obwohl, ich glaube, die Flak von französischen Kreuzern ist, glaube ich, gar nicht mal so gut. Also vielleicht ist das eine ganz gute Entscheidung, das vielleicht sogar mitzunehmen. Aber man sieht schon, die Franzosen haben eine richtige Palette an Fähigkeiten dabei. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie sich so die Tier 10er der Franzosen spielen. Also relativ lange Nachladezeit, 11 Sekunden. Müssten ja jetzt so 203 mm sein oder sowas. Obwohl, die schauen noch ein bisschen kleiner aus. Bin mir gerade nicht so sicher. Aha, die Neptun, ja, da kann man schon mit AP. Jawohl, die Neptun, die hält nichts aus. Ja, die. Und nochmal zwei Zitadellen. Holy shit. Alter, da habe ich irgendwie Angst, wirklich mit den Briten weiterzuspielen, wenn ich das sehe, ne? Wie schnell so eine Neptun einfach wieder down geht. Jetzt habe ich schon so oft ge. Schon nochmal Zivilisiert. Eieieiei. Also wenn man das so sieht, ich glaube, also mit den britischen Kreuzern muss man so verdammt vorsichtig sein. Also vor allem mit den leichten Kreuzern natürlich da jetzt, aber holy shit. Weil da kann man anwinkeln, wie man möchte. Das ist eine Zitadelle nach der anderen. Und die AP ist anscheinend richtig gut von dieser Henry. Hat also auch auf der relativ hohen Reichweite jetzt bei der Entfernung. Kann immer noch dann beim Friedrich dem Großen gut Schaden machen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber nee, heftig. Also die britischen Kreuzer, die leichten, das ist übel, wie schnell die kaputt gehen. Das merke ich auch schon auf den unteren Stufen. Also man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig spielen. Also mit den britischen Kreuzern muss man wirklich hinter der Insel irgendwie im Nebel stehen, am besten noch. Aber beschossen werden von Schlachtschiffen. Tödlich, und wie man sieht, wenn hier und da mal ein Kreuz auf einen schießt, ist auch vorbei. Also merken, die AP scheint schon mal sehr gut zu sein. Aber es war ja auch auf den unteren Tierstufen. Also die AP von den Franzosen war nicht schlecht. Zumindest halt jetzt auch gegen andere Kreuzer. Aber gut zu sehen, dass da auch, wenn so ein Schlachtschiff quer steht, man da auch Schaden machen kann. Und die HE von den Franzosen ist sowieso gut. Also die Brandwahrscheinlichkeit ist eh relativ hoch. Und die Vladivostok wird es wahrscheinlich nicht mehr lang durchhalten. Vor allem, vielleicht kommt ja nochmal ein Brand. Schauen wir uns mal das an. Vielleicht kann er noch einen Brand setzen. Vielleicht auch zwei Brände, schauen wir mal. Jawohl, da ist der Brand. Und die Vladivostok schießt schon, gefährlich. Schauen wir mal. Na gut, die gehen eher daneben, ja. Weil, aber ich glaube, die französischen Kreuzer, die halten halt auch nicht so viel aus. Ich glaube zwar, dass es nicht so schlimm ist wie bei den Briten. Boost des moteurs activé. Aber blöd gesagt, irgendwie alle Kreuze ab Tier 8 können ein haltender, blöd gesagt, nichts mehr aus, weil dann die Schlachtschiffe so mächtig sind,
da ist eigentlich jeder Kreuzer an seinem Limit, was das Aushalten angeht. Vielleicht die deutschen schweren Kreuzer noch, so die Hippe und sowas. Ich glaube, die könnte noch so einiges wegstecken. Also jetzt die anderen Nationen, das sind die ja eher nicht so stabile Kreuzer. Aber ich lasse mich gern belehren, weil wie gesagt, so ab Tier 8 kenne ich mich jetzt nicht mehr so gut aus. Das ist für mich eigentlich immer noch relatives Neuland. Aber gefühlt würde ich sagen, dass Kreuze ab Tier 8, eigentlich schon ab Tier 7 eigentlich anfangen, nichts mehr auszuhalten. Also da reicht es auch, wenn andere Kreuzer mit AP drauf schießen. Die kriegen einfach ihre Zitadellen regelmäßig rein. Gut, A wird von der Daring eingenommen. Ein schöner Brand auf den Friedrich da hinten. Genau. Ja, schaut ja aktuell noch sehr gut aus, eigentlich die Runde. Vor allem, wenn man jetzt noch A eingenommen hat. Ah, da ist noch eine Charles Martel. Ja gut, ne, also er hat jetzt ein bisschen was hinten reinbekommen von so einem Schlachtschiff. Und dann hat er gleich mal 5000 verloren. Also man sieht da schon, hält nicht so viel aus. Eine Ashashio. Gut, die ist jetzt nicht gefährlich für ihn. Obwohl, das ist nicht die Ashashio B. Gut, jetzt hat er natürlich keine Hydro drin. Aber vielleicht schafft es ja die Akizuki da was aufzudecken. Schauen wir mal. Aha, da sind ja schon die Tops. Da ist noch eine Amagi. Oh, jetzt ist er schon gefährlich nahe drin. Oh! Gutes Beispiel, die Franzosen halten auch nicht viel aus. Jetzt hat er von vorne von der Amagi was reinbekommen. Und hat wirklich viel verloren. Das muss man natürlich eindrehen. Jetzt hoffen wir mal, dass die Amigi alle Geschütze abgefeuert hat. Und da ist die Ashashio. Die kann er ja vielleicht hoffentlich jetzt rausnehmen. Die Sekundäre, die wird jetzt wahrscheinlich nicht zu viel nutzen. Ja. Oh, komm, eine Salve noch und raus mit dir. Sehr schön. Gut, die Amagi wird ihn wahrscheinlich jetzt noch aufdecken. Na, die Reichweite von den Tops ist nämlich jetzt 9 Kilometer. Ja. Mit bisschen Glück, wenn die Amagi eindrehen würde. Oh, oh. Okay, die Amagi hat gerade richtig einen reinbekommen. Vielleicht von der North Carolina vielleicht sogar. Da kommen auch schon die Flugzeuge. Jetzt kann auch wenigstens mal defensives Flakfeuer reinhauen. Und sieht gut aus. Also die Flugzeuge tut da richtig gut. Oh, okay. 7000 Schaden hat er jetzt bekommen durch die Flugzeuge. Krass. Oh, da kommen Torpedos. Ich glaube, die North Carolina ist raus. Von der Chemikase. Ah, okay. Dadurch wird also auch aufgedeckt. Aber er spielt wirklich gut, hat jetzt schon wieder über 100.000 Schaden gemacht. Aber mittlerweile schaut es gar nicht mehr so gut aus. Schauen wir mal. Also er müsste jetzt schon fast versuchen, eigentlich wieder B einzunehmen. Aber er ist hier eigentlich ziemlich alleine. Also von der Unterstützung her sieht es sehr schlecht aus. Aber eigentlich ist da nur die Chemikase da jetzt noch. Und den Zerstörer kriegt er vielleicht hoffentlich raus. Die Amagi, ist die eigentlich jetzt noch da? Ich habe gar nicht mehr bekommen. Die ist raus. Die Amagi ist raus. Das ist hier in der Nähe eigentlich jetzt nur noch die Chemikaze, dann die Charles Martel halt noch. Aber Daring ist jetzt da. Das ist eine gute Hilfe jetzt gegen die Chemikaze. Schießt jetzt wieder mit AP auf den anderen Franzosen. Charles Martel hat das, glaube ich, eher nicht so auf dem Schirm. Also sie fährt auch gerade sehr gut. Also wenn er Glück hat, kann das ja sogar Zitadellen. Ja, hat ganz gut getroffen. Hätte natürlich besser gehen können. Gut, also die Chemikaze ist hier in B drinnen. Das
wird er wahrscheinlich gleich mal wieder auf HE wechseln müssen. Damit er gegen die Chemikaze besser kämpfen kann. Daring haut hydroakustische Suche rein. Ah, das wird jetzt kritisch. Schauen wir mal. Genau, es geht auf HE. Bremst ein bisschen ab. Hofft natürlich. Ja, sehr gut. Auf das hat er, glaube ich, gewartet. Dass da die Torpedos kommen. Das Blöde ist natürlich jetzt, dass da jetzt die Flugzeuge kommen, ihn aufdecken. Da ist die Chemikaze noch drin. Da kommen die Torpedos. Nächste Salve. Gut, die Chemikaze ist raus. Die Torpedos treffen nicht. Sehr schön. Und Zitadelle auf die Baltimore. Sehr schön. Zum Arschlecken fährt er vielleicht gerade raus. Ja, fährt leider ein bisschen raus. Aber macht ja nichts. Also einwandfrei. Also er spielt jetzt, wie man sieht, schon ein bisschen öfters auf Tier 10. Und kommt mit dem Henier auch sehr gut zurecht. Und wenn ich das so sehe, bin ich richtig motiviert, da mit den Franzosen weiterzumachen. Ich könnte mir vorstellen, das sind ja wahrscheinlich die Türme von der Algerie, nur dass es halt Drillingstürme sind anstatt Zwillingstürme. Das müssten ja, glaube ich, die 203 mm sein. Ich bin mir zwar gerade nicht so sicher, aber ich würde mal sagen, 203 mm. Wir bekommen jetzt halt leider nicht die anderen Punkte von B. Der Friedrich da hinten ist gleich tot. Also auch gut, die Flugzeuge eigentlich runtergeschossen. Oh, hatten mit dem Torpedo irgendwie getroffen. Der da hinten im Nebel ist. Wer kann das sein? Die Smolensk. Die Smolensk hat er mit dem Torpedo getroffen. Oh, wenn er da jetzt mit AP draufschießen kann. Schauen wir mal. Er schießt nicht, er wartet noch. Okay. Schauen wir mal. Mit der Smolensk kommt das vorne. Ja, gut, er hat so ein Geschütz beschädigt, immerhin. Smolensk macht jetzt gerade nicht so viel Schaden, das ist schon mal gut. Mit bisschen Glück. Nee, der Torpedo erwischt eher nicht. Aber man muss natürlich auch dran denken, dass die Smolensk natürlich auch Torpedos hat. Und er die jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich gerade abgeschmissen hat. Und ein Torpedo wird. Oh, sehr gut, sehr knapp. Gut, die Smolensk wird vielleicht weg sein durch die Torpedos, die da kommen. Nein. Flugzeug hat auch abgeschossen. Wechsel ist wieder auf AP. Und die Smolensk ist tot. Sehr gut. Ja, sieht, glaube ich, ganz stark nach dem Sieg aus. Also wirklich wieder richtig gut gespielt. Oh, eine Baltimore noch. Kann er auch noch schön Zitadellen jetzt. Zack, da war die Zitadelle. Sehr schön. Und ich sage jetzt einfach schon mal jetzt schon mal nochmal Danke fürs Einschicken. War richtig cool die Runde. Und falls ihr auch richtig coole Runden habt, dann schickt es mir einfach an skuld@web.de. Würde mich freuen. Dann schauen wir uns die Salve noch an. Dann ist die Baltimore auch weg. Wieder. Oh, die Zitadelle sogar von vornherein. Also merken, die AP von den Franzosen ist richtig gut. Richtig effektiv gegen diese Kreuzer. Genau, hat jetzt 143.000 Schaden gemacht. 9 Zitadellen. Richtig gut. 16 Flugzeuge runtergenommen. Runde geholt. Genau. Dann schauen wir uns das einfach noch an. Aber, oh, da ist die Lexington. Da kann er vielleicht noch was machen. Gut, die Daring hat eigentlich auch eine gute Flak. Ja. Natürlich wieder ein Brand. Ja, aber vielleicht kann er noch ein bisschen Schaden machen gegen die gegen Flugzeugträger. Kann auch wieder ein bisschen Schaden
und sie ein bisschen reinholen. Genau, jetzt muss ein bisschen aufpassen mit den Bombern da natürlich. Genau, defensiv Flakfeuer und holt die richtig gut runter, die Flugzeuge, einwandfrei. Sehr gut. Also ich glaube, mit der AP müsste er da jetzt gut Schaden machen können gegen den Flugzeugträger. Genau, das nochmal einlenken, das sind nicht da. Zwei Zitadellen, genau. Großkaliber ausgewichen. Einen Kill kriegt er wahrscheinlich nicht. Dann sieht man sich hoffentlich auch wieder beim nächsten Video.